Es ist wieder Pollenzeit und viele Leute leiden unter Heuschnuppe. Darum haben wir für Sie heute ein paar wichtige und nützliche Tipps parat. Wie dass ihr trotz Heuschnupfen ruhig schlafen könnt, das verraten wir jetzt. Wir sind hier in Bern, in der Rathausapotheke, in der ältesten Apotheke der Schweiz. Etwa 25% der Leute bei uns haben eine Allergie. Und der grösste Teil davon haben Heuräume. Die Heuschnupfensymptome sind nicht harmlos, sondern ein Heuräume kann sich verschlimmern und kann bis zu einem Asthma gehen. Und darum ist es wichtig, dass man es behandelt. Und dass man weiss, auf was eine Person allergisch ist, empfiehlt sich auch, einen Allergiecheck zu machen. Wenn ihr bei uns einen Allergiecheck machen könnt, nehmen wir euch ein Tröpfchen Blut und können so feststellen, auf was ihr allergisch reagiert. Also, was man jetzt hier sieht, für den Heuschnupfen zu behandeln, gibt es Antihistamin in verschiedenen Formen, aber auch alternativmedizinische Möglichkeiten. Wenn aber die Symptome sehr stark sind, empfehle ich den Gang zum Arzt, für ihn zu desensibilisieren. Zum Abklären, ob euer Heuschnupfen sich allenfalls schon in Richtung Asthma entwickelt hat, empfehlen wir euch, einen Lungenfunktionstest zu machen. Wenn wir sehen, dass der Verdacht auf Asthma besteht, verweisen wir euch an einen Arzt. Unabhängig von der Stärke des Heuschnupfen empfehlen wir euch während der Pollensaison, vor dem ins Bett gehen, zu duschen oder mindestens die Haare zu waschen, dann habt ihr die Pollen nicht auf eurem Kopfkissen und habt eine ruhige Nacht.